du. Und ich möchte heute über den großen Gott sprechen, denn wir haben Großes vor. Wir wollen ein Kind Gott weihen, wir wollen Abendmahl miteinander feiern und wir wollen einiges miteinander tun. Und wir haben nachher anschließend noch Gemeinschaft im Café. Also Gott möge uns segnen. Wie groß ist Gott? Lass uns darüber nachdenken. Ich habe diese Tage meditiert über die Größe Gottes. Ja, schau den Kosmos an. Alle Himmel können dich nicht fassen. Also wir haben ein Sternbild gerade vielleicht erreicht oder gesehen und dann kommt wieder das nächste Sternbild und der nächste Kosmos oder der nächste Planeten. Ja. Jesus ist heimgefahren zu seinem Vater, ja, die eine Wolke kam und nahm ihn weg. Uns ist Gott ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Und Gott ist für mich ein kosmischer Gott, nicht nur ein Gott für diese Erde. Manche Leute denken, Gott ist nur für die Erde zuständig. Er ist nicht nur für die Erde zuständig. Er ist für das ganze Universum zuständig. Ja, für das ganze Universum. Lass uns darüber nachdenken. Versuche nicht, Gott klein zu reden. Gestern sprach ich über die Eigenschaften Gottes. Und Gottes Kraft, Gottes Leben, Gottes Licht, Gottes ja, Herrlichkeit und vieles andere mehr. Und tatsächlich wäre Gott nicht Gott, wenn er nicht unermessliche Kräfte hätte. Guck mal, er sprach und es geschah. Er sprach und es geschah. Da wurde Sonne und Mond, da brachte die Erde hervor die Sachen. Alles geschah so nacheinander. Wir erschrecken manchmal über die Energie, die von Gott freigesetzt wird. Ja, Gott sprach und es geschah. Schon allein die ersten paar Seiten von der Bibel sind so wichtig und so heilsnotwendig, Herr sprach. Und wir Menschen haben auch etwas Göttliches in uns selbst, bloß die meisten wissen es nicht, die meisten denken gar nicht, den meisten wurde es auch gar nicht gesagt, es wird auch gar nicht gepredigt, verstehst du? Du musst dich bekehren, da wirst du den Leuten erzählen, was weiß ich. Ja, ja, aber Gott gibt den Menschen die gleiche Kraft, wir erreichen genau das, was Gott auch gemacht hat. Wir sind auch schöpferisch. Ja, wir fliegen zum Mond und wir werden vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht zum Mars noch fliegen und noch weiter hinaus. Ja, wir sind schwache Menschen, aber mit Gott zusammen, mit dem Geist, mit dem, ja, mit, in Verbindung mit ihm sind wir stark. Wir sind stark. So haben Menschen unerklärliche Wunder in der Regel Gott gar nicht verstanden, wenn sie gesehen haben, diese Wunder, was er tut, verstehst, er spricht und es wird aus Wasser Wein oder vieles andere mehr, so Schöpfungswunder, er sprach und du sprichst auch manchmal was aus und es geschieht und passiert. Ja, nur nebenbei, ich will nur das Göttliche in dir betonen, das ist in dir drin, das wurde dir bloß nicht gepredigt. Ja, Gott ist hundertprozentig und wir müssen uns nur mit ihm identifizieren, mit ihm verbinden. In Verbindung mit Gott sind wir unschlagbar. Halleluja. Sind wir unschlagbar, ja. Mit dem Lebendigen, ja. Und können alles Mögliche erreichen und werden auch alles Mögliche erreichen. Und wenn wir gestorben sind, keine Angst, ich drohe euch nicht mit dem Tod. Aber wenn wir gestorben sind, sind wir bei Gott. Ja, sind wir bei Gott. Hier sind wir jetzt noch auf uns selbst gestellt. Wir haben vielleicht noch 5% von der Göttlichkeit in uns, verstehst du? Aber erst wenn wir am Ziel sind, haben wir alles, was wir geglaubt haben, was wir gehofft haben, was wir uns gewünscht haben, was wir uns erträumt haben. Ja? Gott kommt uns entgegen durch Jesus Christus. Ja? Und das ist diese kosmische Energie. Ja, Gott begegnet uns. Ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus den Jüngern verheißen. Und wenn du den Heiligen Geist hast, bist du auch unschlagbar. Unschlagbar, unschlagbar. Er gab uns das Leben. Alles, was wir haben, haben wir von ihm. Ja, wir sind kein Zufallsprodukt, wie die meisten Leute sagen, so nach dem Urknall irgendwo entstanden oder von den Affen abstammen. Ja, wir sind etwas Wunderbares von Gott geschaffen. Gott gab uns seinen Odem, seinen Geist, seine Seele. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die Tiere haben das nicht. Katze und Hund haben das nicht, aber der Mensch hat es, ja, diese lebendige Seele. Dem Hund wird es nie einfallen, dem Herrschen Geld zu klauen und zum Metzger zu rennen und Wurst zu kaufen. Ja, aber uns, wir bringen das alles so zusammen, wir können es kombinieren. Jesus hat nicht alle Gewalt in dieser Welt, nur erschreckt nicht, was ich sage, vielleicht bist du schockiert, was ich sage. Jesus hat nicht alle Gewalt, auch wenn er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Erst in der Ewigkeit, in der Endlichkeit hat er alle Gewalt. Am Kreuz starb er wie ein Verbrecher, ja, wurde gekreuzigt, hat sich nicht gewehrt, nur nebenbei. Ja. Er starb ohnmächtig und elend. Sei vernünftig, in dieser Welt haben wir keine große Macht oder große Zukunft, erst im Jenseits, wenn wir drüben sind am Ziel unserer Reise. Ja.
Und er ist Herr im gesamten Kosmos, im gesamten Universum. Er ist jetzt der Herr. Er ist aufgefahren zum Vater nach der Auferstehung, nicht vor der Auferstehung. Vor der Auferstehung war Jesus schwach, der wurde gefesselt, gefangen, eine Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt. Drüben in der anderen Welt gelten andere Gesetze, ja, andere Spielregeln. Dort wird alles von Gott bestimmt und nach Gott muss sich alles richten. Dein Wille geschehe wie im Himmel und dann erst auf Erden. So beten wir im Vater unser. Dort wird alles von Gott bestimmt im Jenseits und deshalb, wir müssen ein bisschen warten und deshalb Geduld tut euch Not. Geduld. Wir haben meistens keine Geduld auf die Ewigkeit zu. Das muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Heute, es hätte lieber gestern passieren sollen. Nein, heute. Gott wirkt. Dort muss man Jesus akzeptieren. Dort gilt sein Wort. Dort wird man belohnt. Dort, ja, wird man belohnt für all das, was man für Gott und Jesus getan hat. Auch für die Menschen, für seine Mitmenschen getan hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden, hat sich Gott erniedrigt und einer von uns geworden, wollte fühlen, wie wir fühlen, was wir empfinden, wie wir sind. Ja. Und jetzt ist Gott eine Person, das ist so wichtig, dass wir das wissen, Gott ist eine Person drüben in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Er ist jetzt für alle erreichbar. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, so heißt es einmal in der Bibel. Ja, ruf nur Jesus an. Von drüben, da kriegst du Antwort, kriegst du Hilfe für diese Situation, ja. Und sofort hast du Zutritt bei Gott, dem Allmächtigen. Ich kann euch viel erzählen, aber das muss man selbst erleben und selbst erfahren, was es ist. Rufe den Namen des Herrn an, egal wo, egal in welcher Situation du dich befindest. Er hört dich, ja. Und das geht über das Studieren, dieses Erleben. Und es ist mehr als nur irgendwie studiert. Ich habe es in der Bibel gelesen oder das hat mir der Pastor Matthäus gesagt oder was weiß ich wer. Ja. Ja. Gott ist an dir und an mir interessiert. Er will, dass sein Wille an uns geschieht. Gott hat sich den Menschen geschaffen als Spielzeug, ja, mit den Menschen zu handeln, zu reden, sich mit ihm zu unterhalten. Deshalb bist du geschaffen worden, als ein Sein Ebenbild. Ja. Gott will mit dir sprechen und deshalb hat er dir auch die Sprache gegeben, dass du nicht nur bellen musst, wow, 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 verstehst du, sondern du kannst mit ihm reden, aber lieber Vater sagen und ihm auf den Schoß springen und sagen, Papa, das will ich, das und so weiter. Gott hat dich geschaffen als sein Gegenüber, das ist der Mensch, sein Gegenüber, ja, sein Gesprächspartner, er will mit dir diskutieren, etwas bereden, Junge, was denkst du drüber, ja. Du wirst meine Arbeit übernehmen, mein Geschäft übernehmen. Du wirst hier mein verlängerter Arm auf dieser Erde sein. Ja, er will mit dir etwas durchsprechen. Und so ist sein Wort uns gegeben worden, dass wir mit Gott alles besprechen. Er will sich mit uns austauschen. Aber, lieber Vater, ja, du kannst mit ihm reden. Und dafür bist du gemacht worden. Deshalb hat er dich angeschafft, dass du mit ihm nicht nur spazieren gehst und stumm deinen Weg gehst, sondern so wie man einen Hund ausführt oder was weiß ich auch. Nein, du sollst nicht nur einfach ausgeführt werden, sondern du sollst mit Gott reden. Gott erschien abends im Paradies und hat mit dem Menschen geredet. Was hast du heute gemacht? Was ist heute passiert? Wie ging dir es? Ja. Denn die Bibel, wenn du sie richtig verstehst und liest, dann siehst du, wie die Schöpfung ist. Gott hat einen Garten angelegt für den Menschen. Ja, und er sollte sich dort wohlfühlen, es sollte ihm dort gut sein. Und dann abends fragte, was hast du heute wieder gepflanzt? Was hast du heute gesehen? Was ist dir heute groß geworden? Ja, und genau das ist, was Gott mit uns anstellen möchte. Am Anfang, vor langer Zeit, ja, war nur Gott allein da. Das war ihm zu langweilig, im Himmel nur im Himmel zu sein und zu residieren dort. Ja, und die Engelchen da, die singen und zwitschern. Ja, er wollte einen Menschen haben, der ihm gegenüber ist, der ein Gegenüber ist. Ja, was denkst du? Ja, du darfst deine Meinung ihm sagen, deine Not ihm erzählen, du darfst deine Probleme ihm erzählen, du darfst ihm sagen, was dich bewegt. Ja, die Menschen dürfen den Garten pflegen und die dürfen das Leben genießen, was das Herz genießt. Die sollen Freude haben an allem, was da ist. Und wir wissen ja, er hat nur zwei Bäume gepflanzt, von denen sie nicht essen sollten. Gott ist dein Gegenüber. Er besucht dich jeden Abend. Jeden Abend. Glaub mir das, ob du es glaubst oder nicht. Jeden Abend besucht dich der liebe Gott und fragt dich, wie war der Tag? Auch wenn du ihm nichts sagst,
Er weiß es schon. Aber er möchte von dir hören. Ja, heute war alles Mist, alles nichts. Oder heute war alles wunderbar. Er besuchte den Menschen im Garten und wollte mit ihm sprechen. Gott redet zu den Menschen durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, durch die innere Stimme und durch die Bibel und auch durch die Predigt, was auch alles ist. Gott spricht zu den Menschen auf mannigfaltige Art und Weise, auf den verschiedensten Weisen, auch durch die manchen Erscheinungen und manchen Begebenheiten. Denn Gott steht außer dem Geschaffenen. Er möchte mit uns kommunizieren, ja, Gemeinschaft haben. Sein Geist, sein Odem wurde uns Menschen gegeben und der Mensch wurde eine lebendige Seele, was von einem Tier nicht gesagt werden kann, dass er eine lebendige Seele ist. Er ist lebendig, aber er ist nicht eine lebendige Seele. Ja, du kannst den Hund manchmal fragen und so weiter, der wird dich anbellen und der wird lieb sein und der wird nett sein. Und manche Tiere haben ganz besondere Gaben und Charismen, was wir Menschen gar nicht haben. Der Hund riecht schon auf kilometerweise. Ich weiß, von meinem Hund, wenn ich nach Hause komme, kam schon 200 Meter, fing er an, nervös zu werden. Ja, dann ist er rumgesprungen und wusste, dass ich komme. Und ich habe mal getestet. Es ist so. Es ist so. Die Tiere wissen manchmal mehr, als wir Menschen wissen. Aber sie haben noch lange nicht die lebendige Seele, dass sie mit Gott kommunizieren können. Ja, die Tiere haben Innenleben, so wie der Mensch. Der Mensch ist nicht weit weg entfernt vom Tier, aber wir Menschen haben was Besonderes. Ja, und das ist das Schöne an den Menschen. Gott hat uns Menschen geschaffen. Wir sind eine lebendige Seele. Wir können mit Gott reden, mit Gott kommunizieren. Darum können wir auch mit Gott eine Beziehung aufnehmen, mit Gott sprechen, mit Gott uns vereinigen und Kinder Gottes werden. Gott ist uns Menschen in Jesus entgegengekommen, mit einer ganz klaren Absicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und er wollte spüren, wie sind die Menschen, wie fühlen die Menschen, wie leben die Menschen, was machen die Menschen alles durch. Und er kam, um uns wieder herzustellen in aller Liebe. Wir sind versaut worden durch den Satan, durch die Verführung. Und er will uns wieder herstellen, dass wir wieder das alles können, was wir ja, von Anfang an geplant war, was wir sein sollten. Gott, als nächstes, was ist Gott, ja, der große Gott? Gott ist Geist, wunderbarer Geist. Schau den Kosmos an. Alle Himmel können dich nicht erfassen. Groß ist der mächtige Gott und hat sich mit uns abgegeben, mit uns kleine Zwerge. Ja, er hat sich abgegeben. Hätte er das nicht gemacht, ja, dann wären wir aufgegeben worden. Aber er hat sich um uns gekümmert. Bis zum Schluss hat er uns um uns gekümmert. Ja, hätte Gott uns Menschen aufgegeben, hätte er Selbstmord begehen müssen. Ja, sein Geist in uns, verstehst du, hat keine Bedeutung. Und er ist jetzt Vater und ist Vater für immer geblieben. Ja? Der verlorene Sohn kommt nach Hause, der Vater wartet auf ihn. Der Vater wartet auf ihn. Gott wartet auf uns, ja, bis wir nach Hause kommen. Er hat so viel Geduld, ja? 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre. Ja? Er hat Geduld auf uns, er wartet auf uns. Als nächstes, was mir groß geworden ist von Gott, großer Gott, wir loben dich. Wie groß bist du, haben wir gehört. Ja, Gott ist Liebe und das ist eine Grunderfahrung des menschlichen Lebens. Er liebt uns. Er liebt uns mit Haut und Haaren, dass er sogar unsere Haare gezählt hat. Halleluja. Auch wenn man nicht mehr viele Haare hat, aber er hat alle Haare gezählt in aller Liebe. Und das ist ein großes Wissen, eine große Gewissheit. Er kennt mich durch und durch. Noch ehe das Wort spreche, noch das Wort liegt mir auf der Zunge, da überlege ich mir, wie sage ich das, wie erkläre ich das. Da steht, hat er schon alles gewusst. Er weiß alles. Ja, wir tragen Gott in uns. Ob du es glaubst oder nicht, jeder Mensch, der auf diesem Planeten Erde lebt, trägt Gott in sich. Ob er bekehrt ist oder nicht bekehrt ist, ob er Christ ist oder Antichrist ist. Ja, er trägt Gott in sich, in aller Liebe. Weil die meisten Leute denken nur, die Christen, die Pfingster, die Geisterfüllten, die tragen Gott in sich. Nein, alle Menschen miteinander. Denn Gott hat jeden Menschen geschaffen und hat sie gewollt. Ja? Und wir tragen Gott in uns. Selbst wenn wir sterben, Gott ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ja, er ist bei uns, er geht mit uns Schritt für Schritt und begleitet unser Leben durch, wo wir durchgehen. Alles, was nichts ist, lassen wir hier, vergessen wir. Das brauchen wir drüber nicht. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, braucht auch keine Taschen. Egal, wie du in die Ewigkeit gehst, du wirst Gott begegnen eines Tages. Das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare, der unsichtbare Gott, der undefinierbare Gott, der bleibt bei uns.
Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Ja? Gott ist unvergleichlich. Und wir werden dann, wenn wir in der Ewigkeit sind, überkleidet. Stell dir mal vor, da kriegst du neue Gewänder, königliche Gewänder. Bringt ihm das beste Kleid, hat der Vater gesagt zu dem Jungen, der nach Hause kam. Ja, bringt ihm das beste Kleid. Schlachtet den fettesten Ochsen, den wir gemästet haben. Bringt ihm das schönste Ring. Ja, das passiert, wenn der verlorene Sohn, dieser Lump, und das war ein Lump, nach Hause kommt. Ja, dieser Penner, der hat alles verlebt hat, verludert hat. Ja. Unser Leben wird ein anderer Stoff in dem Augenblick, wo wir heimkommen. Weißt du was? Wir haben hier diesen Schmetterling auf dem Bild. Kannst du angucken. Ja, weißt du, was der Schmetterling mal war? Eine Raupe. Dieser Schmetterling war eine Raupe. Und wenn du genau hinguckst, in dieser Endkonstruktion ist er immer noch eine Raupe. Aber weißt du, der hat sich verpuppt in einem Kokon und dann hat sich entpuppt und ist ein Schmetterling geworden. Ich war in Schweden und ich war so erstaunt, dort wo Dornen und Disteln sind, da gibt es so schöne Schmetterlinge, ja, wo das Unkraut noch ist. Da wachsen und gedeihen die Schmetterlinge im Unkraut, in der miesesten Umgebung. Mach dir keine Sorge, dein Leben wird auch mal ein Schmetterling leben, verstehst? Vielleicht hast du jetzt noch immer Schmetterlinge im Bauch. Ja, freu dich. Mach dir keine Sorgen um dein Leben, es geht weiter. In Jeremia Kapitel 1, Vers 5, da lese ich, ehe ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorgekommen bist, habe ich dich geheiligt und zum Propheten über die Nationen eingesetzt. Ehe du geboren wurdest, da bist du noch gar nicht her, da warst du noch eine Raupe, als Kraut gefuttert, ja, in aller Liebe. Ist zwar gesund aber und gut, aber ja, und jetzt lebst du von anderen Sachen, du fliegst von Blume zu Blume. Das ist der Schmetterling und das ist das Leben, wie Gott dein Leben geplant hat. Manchmal hast du das Gefühl, Gott enttäuscht mich oder ich enttäusche Gott, verstehst du, ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ja, vielleicht bist du nicht das, ist kein Problem. Aber aus dieser Raupe wird ein Schmetterling in aller Liebe. Erst nach dem Abend, da kommt Gott in den Garten und er spricht mit dem Adam, ja, und fragt, wie war es das heute, was hast du heute gemacht? Auch vielleicht hat er gar nichts gemacht, vielleicht hat er geschlafen und am Baum irgendwo mit seiner Eva. Ja, hat sich einen schönen Tag gemacht. Ja, und am nächsten Tag aus Abend und Morgen wird ein neuer Tag. Und so ist es auch in unserem Leben. Erst aus dem Abend, nicht aus dem Morgen wird der neue Tag. Erst aus dem Abend, was da passiert ist, was nicht passiert ist, wie du eingeschlafen bist. Und Gott nimmt sich Zeit für dich, für die Nachtarbeit. Ja. Für jeden Einzelnen, halt du dich an ihm, halt dich nur an ihm, vertraue ihm und es wird alles gut werden. Vertraue ihm und es wird viel besser, als du gedacht hast, wenn ich diese Schmetterlinge sehe, da bin ich begeistert. Verstehst du, wie schön die werden? Und ich bin manchmal bei mir zu Hause auf dem Balkon, da kommen die Schmetterlinge sogar im zweiten OG hoch und besuchen mich und gucken nach, ob es mich noch gibt. Ja, ich bin schön und bin Gott dankbar. Ja, und wir leider durch die ganzen Monokulturen, was wir in dieser Welt haben, werden die ganzen Tiere ausgerottet. Ja. Aber Gott segne schon am Anfang, bevor du geboren worden bist, habe ich dich zubereitet im Mutterleib. Schon am Anfang stehen alle Dinge in seinem Buch geschrieben, steht einmal, da ist ganz genau und exakt alles geplant, das und das und das und das wird. Ja. Und wenn ich an euren Jungen denke heute, der heute Gott geweiht und gesegnet wird, an den, verstehst du, wie komplett und vollkommen der Bub ist? Ja, ja, er ist noch klein, er ist noch klein. Aber er wird wachsen, so wie Jesus, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Ja. Das ist alles geplant, jede Kleinigkeit, jede Kurve, jede Bewegung in unserem Leben ist geplant. Manchmal hast du das Gefühl, Gott versteht mich nicht, er kümmert sich nicht um mich. Und doch, denk doch einmal darüber nach, was alles in deinem Leben passiert ist durch die Gnade Gottes. Gott kennt jede Entscheidung, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Stell dir mal vor, Gott kennt jede Entscheidung, bevor du auf diese Welt gekommen bist, bevor du geboren wurdest. Das ist alles schon geplant in seinem Buch. Er wusste ganz genau, wie du dich entscheidest. Ja, diese Vorahnung Gottes, die wir treffen jedes Mal auf ihn, egal ob das eine Entscheidung gut ist oder nicht. Und Gott macht selbst aus den schlechten Entscheidungen was Gutes. Lob und Dank.
Er macht aus jeder Entscheidung noch was Gutes. Sein Vorauswissen, sein Inneres, ja, er weiß, bevor du auf diese Welt kamst, was du machst, was du wirst, wo du hingehst, wen du heiratest, wen du nicht heiratest. Alles egal. Er weiß um jedes Wort, das du sprechen wirst. Auch das ist schon alles bestimmt von ihm, dem allmächtigen Gott. Ja. Du hast das Wort noch nicht einmal ausgesprochen. Erst im nächsten Jahr wirst du das vielleicht aussprechen. Aber er weiß schon alles Bescheid. Er weiß Bescheid über dein Leben. Ja. Er weiß sogar Bescheid, was wir irgendwann sagen werden, wie wir uns entscheiden werden, wie wir die Weiche für unser Leben stellen werden. Er weiß alles. Wir sind ein offenes Buch für Gott. Ja. Du kannst in Gott einfach ruhen. Du musst keine Hektik machen. Ja, keinen frommen Stress. Selbst wenn du Fehler machst oder glaubst, gemacht zu haben, Gott hat alles in seiner Hand. Ja, Gott ist nicht an dir enttäuscht, in aller Liebe. Ich sage es dir, als Pastor, ich diene Gott schon 55 Jahre. Ja, selbst wenn du Fehler machst, auch das hat er schon einkalkuliert. Deine Fehler. Und alles kommt zum Besten, alles dient zum Besten. Gott ist nicht an dir enttäuscht. Er hat ein anderes Bild von dir als die Pastoren oder die Geschwister, die Freunde, die Familie, die Angehörigen, die Geschwister. Ja, er hat ein ganz anderes Bild von dir. Römer 8, 28, das müsst du mal richtig verstehen und richtig schlucken. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, ich habe bei uns, ich war ein junger Christ noch, ich war noch kein Pastor. Aber zu uns kam in Augsburg damals ein Bruder aus dem Ruhrgebiet, der hat in dem Schacht gearbeitet, unten unter der Erde. Und er saß und wartete auf seinen Korb, dass es kommt, dass er in die Tiefe fahren kann. Und hat sein Mittagessen dabei gehabt. Und er war fromm, ein Frommer. Und immer haben die Leute gesagt, Römer 8, 28, weil er immer, für das hat er diesen Spruch, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und einer der Kollegen schmeißt seine Tasche, wo sein Mittagessen drin war, einem Hund vorbei, der vorbeilief, hin. Und der Hund schnappt sich das, weil er die Wurst und das Fleisch und was weiß ich, was er da gerochen hat, nimmt es und haut ab in den Park. Und unser Bruder rennt diesem Hund nach, bis er den Hund fängt. Und er erwischt es und dann kommt er zurück zu seiner Mannschaft und er guckt auf die Uhr. Jetzt lohnt sich nicht mehr zu warten auf den Korb, der ist schon längst in der Tiefe. Und dann kommt er und hoch und da kommt ihm der Direktor von der Fabrik oder dem Bergwerk entgegen, sagte, Sie sind der Einzige von der ganzen Mannschaft, der überlebt hat. Der Korb ist in die Tiefe abgerissen und Sie sind der Einzige, der noch lebt. Und dann hat er gewusst, jetzt weiß ich, was Römer 8, 28 ist. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch die Ungeschicklichkeiten. Du musst nicht entmutigt sein über negative Sachen. Fehler gehören zum Leben dazu. Ja, ist ein Teil unseres Lebens. Dass Leute was Negatives uns hinschmeißen oder weggeben. Selbst wenn du nicht glaubst, glaubt Gott doch an dich. Römer 8, 28. Er mästet für dich das Kalb, bewahrt alles für dich. Ja, Gott ist ein liebender Vater. Sei nicht so kleinig, religiös oder spießbürgerlich, so pharisäisch und fromm und engstirnig und so frömmelnd. Ja, ich muss viel beten, dann komme ich in den Himmel. Nein, du kommst so oder so in den Himmel. Glaub mir das. Jesus ist für uns gestorben, hat die Hölle gefangen genommen. Für uns gibt es keine Hölle. Die Hölle ist nur noch für den Teufel und seine Engel. Ja, für den ist der Teufel. Gott muss dich heilen von der ganzen Frömmelei, Religion und Scheinheiligkeit, von dem ganzen Pharisäertum und der ganzen Heuchelei, was die Leute so haben. Vergiss es. Leb dein Leben. Auch die Heuchler hat Gott noch nicht aufgegeben. Ja, deshalb war der Herr Jesus so oft bei den Pharisäern, weil er sie liebte. Und die merken wie Judas, ja, die Pharisäer merken manchmal diese Scheinheiligen, ja, ich habe Jesus verraten, ich lebe nicht so, wie ich leben sollte, was auch immer sei, ja. Ich habe Menschenblut vergossen, hat der Judas Ischariot gesagt. Was sie einem Menschen angetan haben, wie ungerecht sie waren, die Leute fühlen das Negative, in aller Liebe, sie fühlen das, aber der Herr ist für alle unsere Sünden, negativen Fehler und so weiter gestorben. Jetzt müssen, ja, an unserer Stelle vielleicht 10 Leute dienen. Die Person ist jetzt gestorben, verstehst du? Jetzt müssen sie dienen und arbeiten und für Gott leben und die Konsequenzen tragen, die Suppe auslöffeln, die Zeche zahlen. Ja, und das erleben wir oft, verstehst du, dass eine Lücke entstanden. Wie schnell merkt man, verstehst du, wenn ein Mensch uns verlässt?
der fehlt uns, verstehst du? Der fehlt oder die fehlt uns. Ja? Und so ist das Leben. Darum, nimm das Geschenk Gottes an, was Gott dir gibt. Ich habe in der großen Kirche einen Bruder gehabt, der hat ein bisschen, ja, Entschuldigung, was ich sage, ein bisschen dummes Mädel kennengelernt. Und dann die Leute haben ihn kritisiert und so weiter. Und dann hat Gott mir gezeigt, lass dir mit diesem kleinen Glück begnügen. Auch das kleine Glück macht einen glücklich. Auch das kleine Glück, ja. Und er ist bis heute glücklich, so wie ich gehört habe und erfahren habe. Bis heute noch glücklich. Nimm das kleine Glück an. So viele Menschen können das kleine Glück nicht annehmen. Die wollen was ganz Großes haben. Aber das kleine wollen sie nicht haben. Mit Jesus kommt die große Wende. Gott wurde versöhnt durch Jesus Christus. Nimm das kleine Glück an. Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren lebte, ist die Liebe Gottes in Person. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott kommt dir und mir mit seiner Liebe entgegen. Nimm das kleine Glück an. Ja, nimm, was Gott dir gibt, verstehst du? Sei glücklich und genieß das Leben mit diesem kleinen Glück in aller Liebe. Liebe bedeutet nicht, dass wir alles akzeptieren. Nein, das lässt dann nicht alles durchgehen. Aber er korrigiert uns, er arbeitet an uns und liebt uns, fördert uns, trägt uns. Der hat ein Auto sich gekauft, dieser liebe Bruder, mit dem kleinen Glück. Das Auto darf nicht schneller fahren wie 25 Kilometer. Ja, so Rentnerfahrzeug. Ja, aber er war glücklich mit dem kleinen Glück. Wir sollten uns begnügen mit dem kleinen Glück. Er liebt mich mit seiner mit seiner vollkommenen Liebe. In Jesus, ja, in ihm kam Gott uns entgegen, er heilte uns. Ja, wie hat Gott dich angenommen? Da warst du krank, gebrechlich und elend. Ja, er versucht dich wiederherzustellen und er trägt dich auf Armen wie eine Mutter. Ja, er trägt dich auf Armen. Gott ist Liebe, ja, und seine Liebe ist unbegrenzt, die, ja, dein Inneres heilt. Vielleicht wird er heute nicht dein Äußeres heilen, aber wird dein Inneres heilen, dass du vergeben kannst, dass du Frieden hast, dass du fröhlich deine Straße ziehen kannst. Ja, das ist, wie Gott arbeitet. Ja, und unser lieber Bruder fährt mit einem Auto, der nicht schneller fahren darf als 25 Stundenkilometer. In aller Liebe. Ja. Wenn ich mich für Gott öffne und eine Beziehung zu Jesus bekomme, bekomme ich eine Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen. Ja, die Größe Gottes, wie groß ist mein Gott? In Jesus entdeckst du die starke Kraft Gottes. Mit ihm kann ich alles. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ja, mit meinem Gott. Wer sich auf diesem Weg begibt, lernt die stärkste Energie des Universums, die es überhaupt gibt. Ja. Wie groß ist er? Ja, sein Geist, seine Weisheit und Wandel in seinem Wort. Die Größe Gottes möchte ich heute hervorstellen. Ja, du musst nicht irgendwie was Großes suchen in der Welt. In der Welt gibt es nichts Großes. Da ist alles vergänglich. Schau doch die Welt an. Schau doch die Welt an. Die Großen, wo sind die Großen? Die Tyrannen haben nicht länger wie 70 Jahre regiert, in der Regel. Wir bilden uns viel ein, wer und was wir sind, auch der Mensch. Ja, bild dir nichts ein. Begnüge dich an diesem kleinen Glück. Halleluja. An diesem einfachen Leben, was es auch immer ist. Begnüge dich. Sei ruhig, sei getrost. Sag danke für alles, alle Zeit. Ja. Wir glauben, ja, dass bei Gott ganz andere Regeln gelten. Und das glaube ich ganz fest von meiner Seele. Wenn andere nicht gehorchen, werden wir verunsichert. Ja, aber du gehorchst Gott. Du dienst dem Herrn. Du tust seinen Willen. Du hörst auf sein Wort. Und das ist der Weg Gottes. Nur in Gott haben wir eine Zukunft, eine sichere Zukunft. Und du bist glücklich, egal was mit deinem Leben passiert. Bei ihm hast du Halt und Sicherheit. Ja, bei ihm bist du in guten Händen. Bei ihm. Sei nicht so verunsichert, so kleinkariert. Bismarck hat einmal gesagt, und frei nach Bismarck möchte ich hier ein paar Gedanken sagen. Ja, du kannst den Teufel verunsichern, das Böse, das Negative. Du kannst ihn jagen, wenn du ihm widerstehst und sagst, nein, das nehme ich nicht an. Ja. Hinterfrag bei dir alles selbst, ja, habe ich alles richtig gemacht? Und du wirst zu der Erkenntnis kommen, wir machen nicht alles richtig.
Wir machen, wir denken, wir glauben, dass wir alles richtig machen, aber wir sind nicht so weit. Ja. Habe ich richtig geglaubt? Habe ich die richtige Bibel ausgelegt? Habe ich richtig geliebt? Habe ich richtig gepredigt? So frage ich mich manchmal, ja, habe ich die Leute richtig gewarnt? Habe ich richtig Gott gedient? Nein, das haben wir nicht. Und trotzdem liebt Gott uns. Normalerweise, die Engländer haben herausgefunden, dass die Menschen insgesamt 200 Mal am Tag lügen. Auch wenn sie die Wahrheit sagen und glauben, die Wahrheit gesagt zu haben, sie sind oft gar nicht sicher. Ist das die Wahrheit? Ja? Wie oft ist man gar nicht so sicher? Ja? Und so ist auch mit der Liebe Gottes. Ja, habe ich richtig mein Leben gelebt? So viele Leute fragen, und ich bin an so viele Sterbebetten mal gewesen, und dann fragen die Leute, ist das wirklich alles? Und manchmal können sie gar nicht mehr antworten, ob das alles ist, verstehst du? Ob das alles war? Habe ich mich richtig ernährt? Mein Geld richtig investiert? Habe ich ja, richtig mich entschieden? Und ich habe mal in Brackenheim einen Bruder gehabt in der Gemeinde, also in Heilbronn in der Gemeinde, und er sagt, habe ich mal gefragt, was würdest du, also er lag im Sterben, was würdest du noch einmal gerne tun? Dann sagte ich, ich würde barfuß ins Gras laufen morgens. Ja. Was würdest du tun, verstehst du? Habe ich ja, die Kinder richtig erzogen? Habe ich mein Bestes gegeben? Und wie oft muss ich auch für mich persönlich als Vater von 4 Kindern sagen, habe ich meine Kinder richtig erzogen? Habe ich alles richtig gemacht? Und ich muss wirklich sagen, wir haben nicht alles richtig gemacht. Und trotzdem, Gott füllt unser Mangel mit seinem Reichtum aus. Das ist die Liebe Gott. Ja. Der Teufel ist es, der uns hinterfragt. Und der Mensch soll sich selber prüfen. Ich habe nicht alles gemacht. Und deshalb, ich tue Buße und sage, Gott, ich habe nicht alles gemacht. Wie oft habe ich in meinem Leben Buße tun müssen, dass ich nicht richtig zugehört habe, dass ich nicht richtig aufgepasst habe, dass ich das nicht richtig gemacht habe und jedes nicht richtig gemacht habe. Ich bin nicht scheinheilig und fromm. Ja. Ja, ich habe alles gut gemacht und ich danke Gott, dass ich das und das mache. Nein, ich bin wieder arme Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig. Ja. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, stelle ich mir Fragen, hast du wirklich alles gesagt? Ja. Ist es so wie bei einer Schwangerschaft? Ja, die Predigt ist weg, die kann ich nicht mehr zurückrufen. Ja, und das Kind ist da. Was gewesen ist, ist gewesen. Oder was ich geschrieben habe, ist, habe ich geschrieben. Und ich frage, habe ich Gott dir alles recht gemacht? Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, oh Gott, vergib mich, sei uns Sünder gnädig, erbarm dich unser. Auch wenn wir geisterfüllt sind und was weiß ich, was wir geschluckt haben. Wir müssen immer wieder Buße tun. Manchmal bin ich verunsichert. Ja, und sogar das ist gut, diese Verunsicherung, auch das ist gut. Ich habe gelernt zu predigen. Und manchmal versuche ich zu predigen, als wenn heute die letzte Predigt von mir wäre, wo ich keine andere Gelegenheit mehr hätte. Ja, so, die letzte Gelegenheit. Was würde ein Sterbender sagen, wenn er noch einmal dürfte, könnte? Was würde ein Sterbender bedauern? Überleg einmal, was würdest du als Sterbender bedauern? Überleg einmal, sei doch mal ehrlich, sei nicht so fromm und scheinheilig. Ich weiß schon alles, verstehst? Keiner hat die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Ja. Wenn das Leben zu Ende geht oder das Alter erreicht hast, verstehst du, wo es zu Ende geht, ziehen wir Bilanz durch unser Leben. Was wurde gelebt und was ist ungelebt? Was würdest du noch einmal, wenn du noch einmal leben würdest, noch einmal tun? Ja, ja, vielleicht würdest du zum Nordpol fahren oder was weiß ich, vielleicht in dies und jenes noch unternehmen. Wenn man merkt, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, jetzt wird es immer kürzer. Was würdest du noch einmal machen? Gott ist groß, ja. Gott liebt dich, auch wenn du nicht alles erlebt hast und nicht alles erfahren hast. Vergangen ist vergangen und ist nicht mehr zu wiederholen. Überleg einmal, hättest vielleicht den richtigen Mann oder den falsche Frau geheiratet. Was weiß ich, was du gemacht hast. Ja. Sterbende bedauern manchmal, was sie unterlassen haben oder was sie hätten unterlassen sollen. Das bedauern sie. Ich würde gerne barfuß im Rasen laufen, hat der Opa gesagt. Ja, ja, das würde ich gerne machen. Oder viele leiden an den ungelebten Leben, ja, was sie nicht erlebt haben. Und das ist oft schmerzhaft und oft unerträglich. Vergiss es, wir müssen in der Ewigkeit gehen mit ungelebtem Leben. Ja,
Dort werden wir alles erfahren. Frag dich rechtzeitig, egal was, war das wirklich alles? War das lebenswert? Ich habe immer wieder eine Frage in meinem Leben gestellt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Was ich gelesen habe, was ich erfahren habe, was ich durchgemacht habe, was ich erlebt habe. Ja. In der Schule lernst du nur für das, was die Gesellschaft braucht, damit du funktionierst. Ich werde nie vergessen, was der Lehrer zu mir gesagt hat. Der zeigt mit dem Finger, Johannes, du lernst für dein Leben und nicht für die Schule. Du lernst für dein Leben. Ja. Und ich lerne ständig immer noch für mein Leben, auch wenn ich schon 55 Jahre Prediger bin. Ich lerne immer, jedes Mal, und sage, lieber Gott, wie sieht es bei mir aus? Ja? Und ich erfülle zwar meine Pflichten, versuche sie zu erfüllen, aber schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ja? Wer will dir sagen, was du tun sollst, was deine Pflicht ist? Das musst du langsam Stück für Stück selbst erfinden oder herausfinden in deinem Leben. Wir sollen uns einmal hinterfragen, was ist der Zweck meines Lebens? Ja, darum predige ich auch das Evangelium. Was ist der Zweck meines Lebens? Nur essen und trinken? Nur mal ein Fest nach dem anderen feiern? Nur einen Geburtstag nach dem anderen feiern? Was ist der Zweck meines Lebens? Kinder zeugen, heiraten, Sex haben? Was ist der Zweck meines Lebens? Ja, was wollte Gott von mir? Ja, und ich sollte herausfinden, erfülle ich den Zweck meines Lebens? Ja, frag einen Sterbenden, mach mal einen Besuch, geh im Hospiz und red mit diesen Leuten, was war der Sinn deines Lebens? Was war dir wichtig? Ja, mach dir Gedanken über dein eigenes Leben. Ja, nicht über das Leben anderer Leute, kritisiere sie nicht, sei nicht so heuchlerisch und so fromm. Ja, frag, ja, was ist in deinem Leben gewesen in den letzten 90 Jahren? Was du gehabt hast, warum sollst du beglückwünscht werden oder besonders gratuliert werden? Ich wünsche dir alles Gute, verstehst du? Ja, hat der Mensch wirklich alles in seinem Leben getan? Viele sagen, ja, ich habe das noch nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe in Neukölln jemanden beerdigt und ich durfte alles sagen, was ich wollte, aber ich musste einen Satz sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Kannst du dein Ideal verwirklichen? Überleg einmal, auch als Christ, kannst du dein Ideal verwirklichen? Der eine Mann konnte nicht, er hat mit Wilhelm Pieck die DDR aufgebaut und dann ist die DDR zerbrochen, verstehst du? Und seine Leute waren so frustriert, er konnte das Ideal, was er hatte, vom Sozialismus nicht verwirklichen. Warum? Ja, er hat sich reingesteigert, hat sein Bestes gegeben. Lebe das Leben nach Gottes Maßstäben, ja, wofür er dein Leben gestellt hat. Und dann, dass du nichts nachtrauen musst, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Das wissen alle Leute, dass er sein Ideal nicht verwirklichen konnte. Ja, viele leben nicht ihr Leben, sondern sie leben da, was weiß ich, von Marx und Lenin oder das Leben von irgendjemandem, von einem Pastor, einem Evangelisten, aber nicht das Leben Gottes, das Gott in sein Leben hineingeschrieben hat. Finde den gnädigen Gott. Gott, hab Erbarmen mit mir, der arme Zöllner, verstehst? Und der ging gerechtfertigt von seiner Stätte. Ja? Gott ist es, der alles zusammenhält. Wir müssen alle die Bühne dieser Welt einmal verlassen. Früher oder später, bilde nichts ein, du wirst ewig leben. Noch keiner hat ewig gelebt. Diese Erde ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Ja, ein großer Friedhof. Millionen, Milliarden Menschen, die hier gelebt haben, die haben die Erde verlassen müssen. Die haben auch gedacht, sie sind Heilande. Alexander der Große, Napoleon und so weiter. Vergiss es. Vergiss die ganzen Größen. Julius Caesar, vergiss. Napoleon war auf der Insel Helena und hat seine Biografien geschrieben. Und dann schreibt er über Jesus, er ist der Größte. Er ist der Größte. Ich musste den Leuten vor die Augen treten, sie mussten mich angucken, aber Jesus, ja, ihm dienen nach 2000 Jahren immer noch Leute, die ihn noch gar nicht gesehen haben, die gar nicht wissen, ob er gelebt hat überhaupt. Schau mal, was groß und Größe ist, großer Gott. Wir müssen diese Bühne verlassen, wir müssen einmal der Welt Ade sagen, so wie die kleinen Mädels, so winken, verstehst du? So einfach winken, auf vieles verzichten. Wir hätten gerne getan, aber wir haben es nicht getan. Die Welt ist nicht mein Heim, singen wir in einem Lied. Der Körper ist hier nur ein Werkzeug für mich. Ohne den Körper könnte meine Seele nichts anstellen.
Wir müssen aber diesen Körper hier lassen und wir kriegen drüben einen anderen Körper für unsere Seele. Ja? Wir haben eine andere Bestimmung und darum benutzen wir das, was wir haben. Hier diesen Körper, ich gebrauche diesen Körper so gut ich kann und irgendwann muss ich auch diesen Körper hier lassen. Ja, Gott gibt uns, was wir brauchen und wir haben alles mitgebracht, die Gaben, die Talente, die Fähigkeiten, ja, was wir alles brauchen zum Leben, um unser Leben zu gestalten. Die gesamte Schöpfung ist auf das Leben ausgerichtet und Gott sagte den Menschen, mehrt euch, macht die Welt euch untertan und darum, ja, vermehrt euch auf allen Gebieten, auf dem Gebiet des Wissens, der Erkenntnis, was auch immer ist, wir sollen uns vermehren. Wir sollen nicht auf Status quo stehen bleiben. Die Natur gibt und ergänzt, solange wir das wollen, solange wir bereit sind zu lernen. Vermehrung ist nur möglich in einer Beziehung, wenn wir eine Beziehung haben, wenn wir Kontakt zueinander haben. Ja, da können wir vermehren. Ich kann dich inspirieren und du kannst mich inspirieren. Nur nebenbei. Durch Vermehrung produzieren wir, wenn ich dann die Menschen anhöre, manchmal, wenn ich so in der Seelsorge bin und mir die Probleme anhöre, sage ich, lieber Gott, guck mal, danke, dass es nicht bei mir so ist. Ja, es hätte bei mir genauso passieren können. Ja. Wer richtig und natürlich lebt, der wird überleben. Der brauche das, was du hast. Lass dich nicht von anderen Leuten beherrschen. Herrsche du über die Situation, sei du der Herr. Gott fragte Moses einmal, Moses, was hast du in deiner Hand? Und Moses hat nichts in seiner Hand gehabt als einen Hirtenstab. Ja. Damit arbeitete Gott weiter an diesem Hirtenstab. Das war irgendwo mal ein Mandelbaum gewesen. An dem arbeitete Gott, ja, vertrocknet, verdörrt. An dem hat er sich öfters gestützt und seine Schafe beobachtet. Der große Gott will, dass du gebrauchst, was du hast und nicht, was du nicht hast. Ich warne dich, gebrauche nicht, was du nicht hast. Das ist Diebstahl. Ja, kopiere nicht andere. So viele Menschen kopieren andere. Aber sei du ein Original. Werde das, was du bist. Wer seine Füße nicht benutzt, der wird das Gehen verlernen. Wer seine Hände nicht mehr gebraucht, der wird einmal nicht einmal den Löffel heben können. Ja, hör mir zu. Hör mir zu. Ja, wer seine Hände nicht gebraucht, dem wird im Leben schwer gehen. Der wird nichts mehr tragen können. Ja, da wird alles eine Last sein. Ja. Wer seinen Kopf nicht mehr gebraucht, der wird verkalken und verblöden. In aller Liebe, der wird verblöden. Wer seine Fähigkeiten nicht gebraucht, der wird verkümmern, wie auch immer. Ja. Wer nicht Sinnvolles tut, der lebt ein sinnloses Leben. Fang an, was Sinnvolles zu tun. Sogar einen Becher kalten Wassers zu reichen, jemand unterstützen, so in Liebe. Ja. Wer nur Leerlauf in seinem Leben hat, das ist plötzlich ganz leer, da ist nichts mehr da. Ja, da ist nichts mehr da. Lebe das Leben Gottes, das, was er dir anvertraut hat und wuchle mit deinen Funden, Talenten. Finde heraus, was Gott dir gegeben hat und mach eine Bestandsaufnahme von deinem Leben. Das hat er mir gegeben. Und beneide nicht andere Leute, die was anders haben. Du bist ein Original und du solltest ein Original bleiben. Was ist deine Bestimmung? Wie lebt man ein erfülltes Leben? Trotz vieler unerfüllten Wünschen. Ja, der Teufel verteufelt die Welt. Ja, und das ist minderwertig, das ist nichts und das ist nichts. Ja, so wie dieser liebe Bruder, begnüge dich an dem kleinen Glück, verstehst du, auch wenn das so bescheiden ist und nichts Großes, Gewaltiges und andere Leute reden darüber, was ist das? Ja, du könntest auch noch ganz andere Partie machen. Ja. Bei Gott zählt die Ganzheit, die Ganzheit. Alles ist gut, auch das Schlechte, Römer 8, 28, ja, alles wird zum Segen werden. Gott kann sich leisten, dass das Beste dir dient, ja. Das eine trenne ich vom anderen, nimm das so, wie es kommt, die Schwächen und die Begrenzungen. Ich bin ein gutes Geschöpf, ja, sei ein gutes Geschöpf. Auch wenn du ein Strauch bist, sei ein guter Strauch, ja, oder ein Grashalm oder was auch immer ist. Auch, ja, auch dafür hat Gott gesorgt, dass du das bist, ein kleiner Strauch. Nicht nur eine große Eiche. Die meisten möchten eine große deutsche Eiche sein. Gott ist Gott der Schöpfung. Und er macht aus bösen Menschen auch gute Menschen. Ja, nimm die Menschen, wie sie sind. Auch wenn du sie nicht verstehst. Der geschaffene Mensch ist Gottes Gesprächspartner, sein Gegenüber. Und deshalb sagt Gott, sucht mich und ihr werdet leben.
Wir brauchen einen alltagstauglichen Gott. Ja, und der Glaube ist eine Gebrauchssache für den Alltag. Wenn von dem spreche ich in meinen Predigten, höre meine Predigten und ich bin begeistert von meinem Gott. Ja, ich bejahe das Leben. Ich weiß, alle Dinge dienen zum Besten, auch die Traurigkeit. Ich habe einen großen Gott, der großzügig ist, der ein weites Herz hat. Ja, so weit. Weites Herz. Ja. Er versteht Spaß. Mein Gott versteht Spaß. Halleluja. Ich möchte nicht einen Gott haben, der nur die ganze Zeit heult und Geheule haben möchte. Der große Gott gibt sich mit Menschen ab. Er ist ein Menschenfreund, er ist lebensbejahend. Er ist kein Spielverderber, kein Pessimist, kein Schwarzmaler und Schwarzseher. Ja, er ist der lebendige Gott. Er ist ein Gott, dem kann ich gegenübertreten, so wie ich bin. Auch ich habe meine Schwierigkeiten. Und Gott hat auch seine Schwierigkeiten. In aller Liebe. Psalm 8, Vers 7 lese ich, er ist Herr über die Werke Gottes, ist er der Herr über alles, was er geschaffen hat, ist er der Herr. Er hat alles zum Guten geschaffen. Auch das Unkraut, auch die Brennnessel, auch die Distel. Daraus kommen die guten, schönen Schmetterlinge nachher. Der Mensch soll sich an der Schöpfung Gottes erfreuen und genießen. Verwende alles in deinem Leben zur Freude, auch wenn du ein Auto fahren musst mit 25 Stundenkilometer und nicht dann irgendwo ein Auto mit 1000 PS. Ein so ganz kleines Wegelchen, da fahren die beide durch die Gegend. Kann man sich so mir in Gottesdienst in der großen Kirche. Ja. Nütze dein Leben, hab Spaß an deinem Leben, denn du lebst nur einmal hier dieses Leben. Nur einmal. Ich glaube nicht an Reinkarnation und ich glaube an all diese ganzen Spuk, dass ich nochmals das andere Leben lebe. Ich bin bei Gott, wenn ich gestorben bin. Und dann lebe ich dort mein altes Leben, das uralte Leben, das ich vor Grundlegung der Welt von Gott bestimmt habe, bekommen habe, dass ich dort lebe. Ja. Und in meiner Bibel heißt, begebt eure Leiber. Hier meine Finger, meine Hände, meine Füße, meine Stimme, meine Zunge, meine Augen, was auch immer ist. Also Gott ein wohlgefälliges Opfer. Ich soll es hingeben, ja. Gott soll alles dienen, was in meinem Leben ist. Im Jenseits kann das nicht mehr passieren. Dann hast du diesen Körper nicht mehr. Da kannst du Gott nicht mehr dienen. Dort bist du nur Geist und hast einen Geistleib. Ja, bist deine Seele. Also, und deine Seele hat einen verherrlichten Körper, nicht mehr diesen irdischen Körper. Dort kannst du nicht mehr vergeben, dort kannst du nicht mehr Gutes tun, dort kannst du nicht mehr Wasserbecher einem reichen, dort ist alles vorbei. Ja? Dort bist du in einem anderen Zustand. Bald beginnt unser anderes Leben, das wirkliche Leben. Halleluja, das wirkliche Leben. Bald kommen wir in unserem Element, wo wir im Geist und in der Wahrheit sind. Das Leben hier ist unrealistisch. Wenn ich mein Leben anschaue, du kannst von mir denken, was du willst. Unser Leben ist hier nicht realistisch. Wir bilden uns was ein, denken, dass was Besonderes wäre. Ja. Aber unser wirkliches Leben ist drüben. Drüben, ja. Wir werden sein, wenn wir nach Hause kommen, zu Gott gehen, wie Träumende. Ja, wie Träumende. Dort werden die Blumen singen, Halleluja, nicht nur duften, sie werden singen und zu uns reden. Ja. Ich habe eine Schwester gehabt, die eine Vision gehabt von dem Himmel, was der Himmel ist. Sie war begeistert, was der Himmel ist. Die Blumen werden singen, die werden Musik machen und durch die Blume wird der Herr zu uns reden. Ja, durch die Blume. Ja, auf uns wartet ein fantastisches Leben. Konzentriere dich auf das Jenseits. Dort spielt sich das wirkliche Leben ab. Dort verbringst du die Ewigkeit. Ja, nicht nur Däumchen drehen. Ich habe in Heilbronn mal ein Zelt aufgestellt gehabt und gepredigt. Dann springt eine Frau auf den Stuhl und sagt, Pastor, dein weißes Nachthemd will ich nicht haben. Ja. Aber das ist wichtig, wir werden ganz andere Kleider haben. Wir werden verklärt sein im Himmel. Vater, wir werden die ganze Ewigkeit bei dir verbringen und es wird eine gute Zeit sein und ich freue mich schon darauf. Halleluja. Diese Welt, ja, ist nicht mein Heim. Wir sind hier nur im Durchgangslager für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Und ich danke dir, Herr, dass du uns eine herrliche Heimat vorbereitet hast, dort in der Höhe. Halleluja. Amen. Halleluja.